Wer Nizo sagt, verbindet damit Qualität und Design. Nizo, die deutsche Edelmarke, wenn es um Filmkameras geht. Schon 1929 warb die Firma Nizo in der Filmwelt mit Ufa-Star Lillian Harvey für seine Handkameras. Mit einer Federwerkskamera war das Filmen leicht gemacht. Handkurbel und Stativ wurden damit überflüssig. Einzelstücke in Handarbeit, die Nizo 9,5 mm. Die Objektive der Heliomatic werden durch Auf- und Abschieben gewechselt. Die erste Kamera aus der Exposomat-Serie besaß ein Kassettensystem Modell Rapida. Innovationen aus dem Hause Nizo. Im Handgriff befinden sich die Filtereinsätze für die Kamera. Die aufwendigste und schönste Kamera von Nizo. Die Heliomatic Trivo mit 3 Objektiven. Und immer wieder kamen die hervorragenden Schneider-Kreuznach-Objektive zum Einsatz. Das absolute Highlight im Super 8 Kamerabau war die Nizo Professional mit 12-fach Zoom aus dem Hause Schneider. Über Jahrzehnte hat Dieter Müller die Schriftreihen der Firma Nizo begleitet, insbesondere die Zeitschrift Objektiv bis in die 80er Jahre hinein. Musik.
1960 kam die Nizo Focovario auf den Markt. Sie ist die erste Spiegelreflexkamera aus dem Münchner Kamerawerk und hat eine Gummilinse. Die Spitzenkamera im Leichtturmbereich war die Nizo 6080. Hier aus dem Kofferset mit Kompendium und viel Hightech an Bord. Die Kamera hat einen Mikrocomputer und konnte mit einer 60 Meter Kassette betrieben werden. Und hier im Bild der Nizo Visakustik-Projektor von 1961. Es handelt sich um einen 4-in-1-Projektor, nämlich Filmprojektor, Filmbearbeitungsgerät, Tongerät und Diaprojektor, alle in einem Teil. Innovationen aus dem Hause Nizo. Und für diesen Filmprojektor mussten in den 50er Jahren immerhin schon 650 D-Mark ausgegeben werden. Bei den Nizo HS-Modellen konnte man die Laufwerke auswechseln und man konnte ihn auch als Diaprojektor verwenden. Mitte 1982 endete die Produktion für die vielfach für ihr Design ausgezeichneten Nizo-Geräte im Münchner Kamerawerk, die die Braun AG schon Ende 1980 an die Robert Bosch GmbH verkauft hatte.